Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. So, ich bin jetzt auch wieder da. Wir machen die Aufnahme ja wieder weiter. Wie ihr seht, hat ein kleines Päuschen gemacht, kleine Aufnahmepause, bisschen was gegessen, zur Toilette gegangen und so weiter. Und da dachte ich mir, machen wir eben dann weiter, wo wir auch stehen geblieben waren. Und ja, vor allem die Idee da mit der großen Stadt, die ich jetzt vorhabe, die geht mir auch die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Und da freue ich mich auch schon drauf, den dann irgendwann mit euch anzufangen in nächster Zeit. Wo ist denn die Sonne? Schon halber Tag um, okay. Na, wir schnappen uns eben noch ein bisschen Holz. So, 23 Holz, glaube ich, bräuchten wir. Und dann haben wir oben fertig. Und dann schnappen wir uns auch noch so viel Stöcker, wie es geht. Ich will da oben zumindest das Ding fertig haben, damit wir den Turm hier beginnen können. Weil ich jetzt unbedingt wissen will, wie der Turm aussieht und wie weit wir da gucken können, wenn wir erstmal oben sind. Aber ist auch interessant zu sehen, so wie hoch man eigentlich hier bauen kann. Und wer weiß, vielleicht mit Hilfe dieses Turms können wir dann einschätzen, wie groß wir dann diese Stadt, die wir hier dann errichten werden, an der Küste, wie hoch wir den und wie groß wir den bauen können. Können wir damit dann vielleicht einschätzen. Einzige, was ich hoffe, ist, dass das Spiel dann mir nicht abschmiert, wenn ich den baue. Das wäre dann ein bisschen so kontraproduktiv. So, dann wären wir wieder hier. Da sind auch schon mal wieder ein paar Schildkröten. Wir brauchen ja noch zwei Schildkrötenpanzer. So. Und den. Den haben wir. Boah, ich weiß nicht, was los ist mit mir, dass ich immer so husten muss. Da haben wir den zweiten. Dessen Schildkrötenpanzer können wir jetzt aber schlecht einsammeln. Aber wir haben jetzt wieder Fleisch, das heißt, wir können wieder was essen. Der Frischfleisch. Oh, der tote Baum ist auch wieder da. Okay. Ist aber einiges wieder nachgewachsen hier vor allem. So, wird er jetzt mal fertig? Ich hab Hunger. So, dann geht's los. Ah, geil, Stöcker gibt's auch wieder neue. Und auch wieder nachgewachsen. So, damit fangen wir an. So, ich mache mir das aber mal auf dem Ohr ein bisschen leiser. Denn meine Kopfhörer sind schon sehr, sehr laut. Und wir nehmen den hier.
da ist mein Wagen. Hab mich schon gefragt, wo der hin ist. So, und voilà. Ja, stimmt, der eine gab ja nur zwei, der Tote. Der tote Baum. Das heißt, dann haben wir jetzt erstmal nur 12. So. Ne, 10 haben wir, nicht 12. Entschuldigung. Voll verzählt. Aber wir gehen wieder darüber. Jo, der Wind ist echt krass gerade. Schon genug, okay. Das ist wieder ein Bambi. Und wir nehmen den hier. Ja, wo sind, wo wollen die hin? Oder der hier zumindest. Hier geblieben. So, da haben wir noch 3. Aber dafür haben wir keinen Platz mehr im Wagen. Jetzt ist die Frage, haben wir noch genug Zeit, um noch 3 Bäume zu fällen oder eher nicht? Ich hoffe schon. Aber dann dürfen wir nicht dahin gehen, sondern eher dahin. Weil da vorne näher ist. Natürlich sind wir wieder außer Puste. Nee, sieht so aus, als wäre es von der Zeit her sehr, sehr knapp. Wir könnten es trotzdem mal riskieren. Aber dann wäre auch Risiko viel, viel größer, von Ureinwohnern oder Mutanten überrascht zu werden. Vollkommen. Egal, fahren wir rüber. Dann haben wir oben wenigstens fertig. Baumstämme haben wir jetzt genug und einen Schildkrötenplatz haben wir auch wieder. Das wird uns nicht wehtun.
Und dann können wir die Zeit auch nutzen, gleich wenn wir drüben sind, so uns schlafen zu legen, damit hier wieder Bäume nachwachsen und so weiter. Ich glaube, das erzähle ich schon mittlerweile jede Folge. Muss ich mir mal was Neues einfallen lassen. Damit Vögel nachwachsen können. Genau. Wir legen uns an Schlafen, damit Vögel nachwachsen können. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, kann man auch irgendwie es erreichen, dass Ureinwohner aufhören zu respawnen, dass man die komplett ausschaltet oder so, auslöscht? Oder gibt es einfach nur endlos viele von denen? Ja, wenn es endlos viele von denen gäbe, hätte es auf jeden Fall immer was Spannendes mit dabei. Boah, guck mal da oben, wir sind schon wirklich gleich fertig. Das aussieht. Aber es ist schon dunkel, das heißt, an dem heutigen Tag werden wir das nicht mehr machen. Sondern erst am frühen Morgen. Hallo? Hallo? Na, jetzt haben wir auch keine Stöcker mehr auf Tasche. Hätten wir sonst hier reinballern können. Aber naja, dann ist es halt so. So. Langsam ist auch eigentlich relativ leer bei mir. Und trinken. Wenn es gleich fertig ist, können wir jetzt wieder runter. Die Stöcker und die Hölzer mit hochnehmen und dann oben fertig bauen. Ich habe so das Gefühl, der Fahrstuhl funktioniert noch nicht ganz so, wie ich das haben will. Ich glaube, die Stöcker benutze ich aber auch gleich echt für den Turm. Nicht für die Lagerung da oben. Aber egal wie es kommt, den Turm behalten wir. So wie er da ist. Wir haben den ja auch, glaube ich, richtig rum aufgestellt, die Planung. Die Blaupause davon, sage ich jetzt mal. Komischerweise weiß es. Warte mal, können wir doch bestimmt hier umstellen, oder? Gibt es hier Grafik? Ne, Gameplay. Kann man hier das vielleicht auch. Ja, wir können das auf Blau stellen. Nice. Und weiterspielen. Jo, die sind jetzt blau. Das sind richtige Blaupausen, wenn die blau sind. Lassen die jetzt blau. So. Das sind schon mal 14, die wir hier haben.
Jo, blau sieht schon interessanter aus. Sind noch immer gut zu sehen, aber anders. Ist schon richtig nice hier. Gleich haben wir den hier. Wir sind gleich fertig. Boah, ich freue mich wirklich schon gleich, wenn es fertig ist. Ist ja auch nicht mehr viel. Das fehlt. 9 Stück insgesamt. Also das komplette Holz müssen wir hochschleppen. Und ab nach oben. Jo, wir sind hier oben fertig. Schildkrötenpanzer muss ich noch hier absetzen. Und dann müssen wir nur noch oben. Hier, für das Gebäude, für die Türme und für die Mauer noch was machen. Und dann sind wir fertig damit. Meine Nase hat aber immer noch nicht aufgehört zu jucken. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir fangen jetzt damit an. Wir fangen jetzt damit an. Wir drehen ein bisschen bei. Haben sich eben einen Stock gesammelt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wo gehören die Stöcke dahin? So, das müsste nah genug sein. Sieht man, wo die sind, die Stöcker? Oder sind die so weit oben, dass sie die nicht erkennen kann? Oder sind die unter der Erde? Könnte auch sein. Wieder 10. Ach, da gehören die hin. Ah. Okay, fehlen nur noch 2 hier. 2 Stöcker. Und da haben wir keine mehr. Aber wir fangen damit jetzt auf jeden Fall ab der kommenden Folge an.
Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.